Das erste Bundesland Niederösterreich hat die Freischaltung für das Impfen von allen Altersklassen auch schon beschlossen. Am 10. Mai ist es soweit. Jedoch, was ganz essentiell ist für den Erfolg des Impfturbos, das ist natürlich die entsprechende Menge an Impfstoff, damit der Impfturbo auch ein Turbo-Boost wird. Im Juni kommt es hier zur Anlieferung in Österreich von rund 700 bis 750.000 Impfdosen pro Woche. Die meisten davon, 500.000, kommen davon von BioNTech Pfizer. Das hat der Generalmajor Andreas Pernsteiner, der für die Bestellvorgänge und die Logistik zuständig ist, angekündigt. Und mit dieser Anlieferungsmenge könne auch die von der Politik angestrebte Impfquote von 100.000 Impfungen pro Tag realisiert werden. Wie gesagt, Niederösterreich impft schon alle Alterskategorien ab dem 10. Mai. Und das bedeutet natürlich, dass vielleicht nicht alle, die einen Impftermin wollen, schon ab dem 11. Mai einen Impftermin bekommen. Wie gesagt, die große Menge, die kommt mit Juni. Und hier wird, und das wird auch vom Generalmajor Pernsteiner bestätigt, jeder eine Möglichkeit haben, zumindest den Erststich zu bekommen. Freischalten bedeutet nicht, das hat er noch einmal betont, dass alle mit dem 11. Mai eine Impfmöglichkeit bekommen. Der Großteil, wie gesagt, der wird erst im Juni erfolgen.